Hallo, ich bin's, Karin von Stempelpünktchen. In meinem heutigen Dienstags-Do-It-Yourself-Video möchte ich euch diese Double-Sided-Kuppelbox zeigen. Also, eine Kuppelbox kennt man ja schon, dazu habe ich auch schon einmal ein Video gemacht. Und normalerweise hört die hier unten einfach mit einem normalen Boden auf, also so circa halb so groß wie diese Box hier, aber die ist einfach doppelt so groß und hat am anderen Ende auch noch mal so einen Kuppelverschluss. Ich fand die Idee irgendwie super und finde diese Box auch sehr praktisch, weil sie eigentlich verhältnismäßig groß ist und man eigentlich viel rein bekommt und sie schnell gemacht ist. Und ganz begeistert bin ich auch von den tollen neuen Produkten, die ich dafür verwendet habe. Die muss ich euch auch gleich noch zeigen, weil ich echt total begeistert bin. Und zwar habe ich nämlich mit der Produktserie Garten Eden hier hauptsächlich gearbeitet. Die ist zum Teil schon eine Vorschau auf den neuen Mini-Katalog, der ab Jänner verfügbar sein wird. Aber ich finde, wenn man sie, also das Ganze ein bisschen mit Gold kombiniert, so wie hier, dann gibt das auch ein wunderschönes Weihnachtsprojekt ab. Also ich habe deshalb auch extra einen Weihnachtsspruch drauf gegeben, um zu zeigen, wie man das, dieses Set auch weihnachtlich benutzen kann und nicht nur Frühjahrsgrüße verschickt oder andere Grüße. Gut, ich fange einfach mal an. Ich zeige euch einfach mal das wirklich wunderschöne Designerpapier. Das gibt es allerdings übrigens erst ab Anfang November, also für uns Demos jetzt im Vorverkauf und für euch dann ab Anfang November bestellbar. Und ja, das gibt es wirklich nur bis Anfang Jänner. Danach nicht mehr, das kommt nicht in den neuen Mini-Katalog. Aber ich finde das Papier einfach wirklich wunderschön. Ihr seht, es ist, hat ganz viele Goldelemente drin, viel mit Blättern und Lodengrün und Celadon. Und ja, einfach vielseitig verwendbar, eben für Weihnachten, aber eben auch für andere Anlässe. Und dann drehen wir das Ganze einmal. Ich muss zugeben, ich habe mir die Rückseite noch nicht mal so genau angesehen, weil ich von der Vorderseite schon so begeistert war. Ja, aber auch hier sind die Muster, finde ich, extrem toll. Diesen Farbverlauf finde ich auch super. Ja, genau. Also das ist das Designerpapier, das heißt übrigens Ewiges Eden und ist in diesem Projekt-Set dabei. Außerdem dabei, ich habe es noch gar nicht ausgepackt, ist so ein Baumwollpapier. Und dieses Baumwollpapier habe ich deshalb noch nicht ausgepackt, weil es ganz dünn ist und ich es, glaube ich, dann nicht mehr reinbekomme in die Packung. Deshalb will ich es erst auspacken, wenn ich es wirklich verwende. Also, ich habe es mir kurz angesehen, es sieht ein bisschen aus wie ein Pergamentpapier. Also es ist leicht durchsichtig und eben, man kann es, glaube ich, erkennen, Celadongrün. Aber es ist viel dünner als Pergamentpapier. Ich lasse mir sicher noch was mit diesem Papier einfallen. Auch dieses Papier gibt es jetzt nur bis Anfang Jänner. Und ja, was gibt es noch in diesem Set? Das Stempelset Garten Eden. Das ist eben das Stempelset, das dann in den Mini-Katalog in den neuen übergeht. Und ich finde diese Blätter mal wieder ganz, ganz toll. Blumen und Blätter, da stehe ich irgendwie drauf. Und auch die Sprüche sind
super. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht alles Gute oder fühl dich umarmt hier auf meine Kuppelbox gebe, habe mich aber dann trotzdem eben für was Weihnachtliches entschieden. Und jetzt muss ich noch die anderen beiden Stanzformen dazu holen, die ich heute verwende. Das sind die passenden Stanzformen. Das sind so Kränze dabei und hier kann man eine Bordüre stanzen damit, ein Etikett, ein Blatt, und das sind die Stanzformen eben. Also das ist jetzt das neue Set eben. Und was ich heute auch noch verwendet habe, was ich euch zeigen will, ich muss ehrlich zugeben, es ist mir im Jahreskatalog gar nicht so aufgefallen. Irgendwann habe ich es entdeckt und habe ich mir gedacht, ich bestelle es mir. Aber ich finde es so toll, dieses Papier hier, gerade für Weihnachten in Roségold und Gold, in 6 Inch, also 15,2 cm, glaube ich, sind das. Ja, ich bin begeistert. Wie gesagt, gibt es im Jahreskatalog. Hat irgendwie auch eine ganz besondere Oberfläche, irgendwie ganz anders als anderes Papier, das ich von Stampin' Up! Kenne, aber ich bin begeistert. Ah, und ich habe doch noch was vergessen, und zwar, es gibt zum Set Garten Eden auch noch Schmucksteine. Hier, die beiden gibt es ja auch schon bei den Incolors dabei in Lodengrün, aber die hier sind ganz neu, die kenne ich noch nicht und habe ich natürlich auch gleich verwenden müssen, weil sie so schön schillern. Okay, jetzt habe ich aber genug erzählt von den ganzen Sachen, die ich hier verwendet habe. Jetzt legen wir endlich los. Also wir brauchen zum Basteln dieses Spezialpapier. Da habe ich das Goldene verwendet und zugeschnitten 2 Stück in den Maßen 5 x 15 cm. Und außerdem brauchen wir noch 2 Stück. Und ich habe jetzt einmal nur 1 zugeschnitten und zeige euch gleich noch einen Trick. Mit den Maßen 7 x 15 cm. Und ich habe jetzt einfach einen Streifen von diesem Designerpapier zugeschnitten mit einer Breite von 7 cm. Und beide Stücke müssen nämlich rechts und links bei 1 cm gefalzt werden. Und deshalb habe ich hier einfach beschlossen, ich mache mir das Leben etwas einfacher und falze nicht 4-mal, sondern 2-mal. Das heißt, ich lege diesen langen Streifen hier ein, falze auf beiden Seiten bei 1 cm und dann schneide ich mir die beiden Streifen mit 15 cm Länge zurecht. Da bleibt dann nur ein bisschen Rest, da ja das Designerpapier 30,5 cm Länge hat. Dann, wie gesagt, muss man nicht 4-mal falzen, sondern man falzt nur 2-mal. Also auch wieder eine Arbeitsersparnis. So, als nächstes für diese Kuppelbox brauchen wir ein Lineal und einen Faltstift. Und zwar muss man jetzt auf allen 4 Stücken Folgendes machen. Man muss sozusagen ein Dreieck hier falzen an den Enden. Das heißt, beim Designerpapier mache ich das Ganze zwischen den beiden Falzlinien. Das sind nämlich auch 5 cm Abstand. Und das hat ja auch eine Breite von 5 cm. Und wenn ich mir das Ganze hier jetzt anlege, eben an den beiden Falzlinien, dann messe ich mir die Mitte bei 2,5 cm aus. Da mache ich mir einfach mit dem Faltstift eine Markierung. Ich weiß, man sieht es jetzt in der Kamera nicht richtig. Und dann gehe ich her und messe von diesem Punkt 2,5 cm hier nach unten. Ich
ich kontrolliere jetzt noch einmal zur Sicherheit, ob ich, nein, nicht ganz, hier auch wirklich in der Mitte bin. Und dann mache ich hier zu dem Punkt, wo die Falzlinie auf die Oberkante trifft, eine Verbindungslinie zu diesem Punkt, den ich mir hier ausgemessen habe, außerdem zur anderen Seite. Das ergibt dann sozusagen ein Dreieck. Und dann noch zu dieser ersten Markierung, also eine gerade Linie. Also, ich drehe es mal um, da sieht man es auch nicht besser. Okay, ich falze zuerst, also man drückt das dann so nach innen, dieses Papier, und diese Diagonalen nach unten. Also im Endeffekt faltet man das einmal hier so zusammen und jetzt seht ihr auch die Falzlinien. Und hier sind die Falzlinien, die 1 cm Falzlinien. Also das ergibt sozusagen hier so ein Dreieck. Ich gebe euch wieder eine Grafik auf meinen Blog, damit ihr es besser erkennen könnt. Am Designerpapier ist das einfach etwas schlecht. Das mache ich jetzt kurz mal mit beiden Stücken Designerpapier an den beiden Enden jeweils. Okay, und so sieht das dann aus. Also ich habe hier jetzt auch die beiden 1 cm Laschen hier noch gefalten, wenn diese beiden Stück Designerpapier fertig gefalzt und gefalten sind. Und bei den beiden Stücken Spezialpapier, da machen wir das Ganze übrigens auf der Rückseite. Auf der Vorderseite irgendwie zerkratzt man sich das Papier zu sehr und es macht ja auch keinen Unterschied, ob wir vorne oder hinten falzen. Also wiederum die Mitte hier bei dem Papier 2,5 cm. Dann eben das Lineal anlegen, 2,5 cm nach unten, wieder eine Markierung, kontrollieren, ob ihr in der Mitte seid und dann zu den Ecken je eine Falzlinie ziehen. Da dürft ihr wirklich gut niederdrücken. Und dann hier zu der oberen Markierung noch die Falzlinie ziehen. Also dasselbe System minus der 1 cm Seitenlaschen. Also hier sieht man das Ganze jetzt auf Weiß doch deutlich besser. Und dann drehen wir das Ganze um und falten das wieder. Und da müsst ihr, ich hoffe, ihr habt dann wirklich gut niedergedrückt, wirklich schön falten. Das Papier ist etwas dicker und deshalb lässt es sich etwas schwerer biegen. Also faltet das bitte gut nach. Und ja, das wieder an allen vier Enden. Gut, dann haben wir diese vier Stücke fertig gefalzt und jetzt können wir mal anfangen, ein bisschen zusammenzukleben. Und zwar geben wir jetzt einfach auf das erste Designerpapier auf eine der beiden Laschen auf der Seite Flüssigkleber. Nehmen dann das Spezialpapier. Versuchen das jetzt möglichst flach hinzulegen, obwohl es schon gefalten ist. Und zwar genau an die Falzlinie und oben und unten am Rand ausrichten, so dass es hier schön aneinander liegt. Dann nehmen wir
Das nächste Stück Designerpapier geben hier auch wieder auf eine der beiden Laschen Flüssigkleber und stückeln das jetzt an die andere Seite dran, wieder genau mit der Falzlinie ausgerichtet und oben und unten. Und dann holen wir uns noch das letzte Stück Spezialpapier und geben hier auf die zweite Lasche beim zweiten Stück Designerpapier mal Flüssigkleber und kleben das dran. So, und dann haben wir sozusagen ein Stück Papier draus gemacht. Und jetzt nehmen wir uns eine Lochzange und machen Löcher. Und zwar hier, also hier haben wir diese 1 cm Lasche noch am Designerpapier dran. Hier lassen wir erstmal aus. Aber ansonsten gehen wir jetzt einmal mit der Lochzange immer genau in dieses Dreieckchen hier rein und stanzen uns hier ein Loch. Also in dieses Dreieck, dann in das daneben. Achtet drauf oder versucht, das circa in selber Höhe zu machen. Dann in das nächste. Das heißt, im Endeffekt werden immer zwei Löcher nebeneinander gestanzt. Und ja, dann hier noch durchs Designerpapier geht es ganz leicht, durchs Spezialpapier geht es etwas schwerer. Und hier neben der 1 cm Lasche, die noch nicht verklebt ist, auch noch ein Loch. Und dann drehen wir das Ganze um und machen das auch am anderen Ende. Okay, und wenn wir da fertig sind, dann geben wir jetzt auf diese letzte Lasche Flüssigkleber. Und dann klappen wir hier einmal das Papier so um und von der anderen Seite das Spezialpapier dazu. Dann sollte sich das wieder schön ausrichten und somit ist unsere Box jetzt einmal hier ein bisschen zurechtschieben kann man es noch. Fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind eben hier und hier die Löcher, aber das hätte vorher noch keinen Sinn gemacht, weil man ja durch das Designerpapier von der Klebelasche auch mit durchstanzen muss, sonst müsst ihr zweimal stanzen. Und es ist aber einfacher zu stanzen rundherum, wenn das Ganze noch nicht zusammengeklebt ist, also machen wir nur diese zwei Löcher jetzt noch im Nachhinein. Okay, so, jetzt können wir auch schon anfangen, die Box zu verschließen. Ich habe hier das locker gewebte Geschenkband in Lodengrün und ich habe mir das hier sehr angespitzt, damit es besser funktioniert. Ich fange hier jetzt einfach bei einem Loch, wo Designerpapier an Spezialpapier grenzt, an, hier nach innen rein zu fädeln und gleich beim nächsten Loch wieder raus. Und dadurch, dass ich eben eine Spitze geschnitten habe, geht das etwas leichter. Und dann
eben beim nächsten Loch wieder rein, dann wieder raus und das Ganze einmal rundherum. Beim Zuziehen drückt ihr hier diese Stücke alle so nach innen. Und das ist mit dem Spezialpapier nicht ganz so leicht, weil das sich etwas spießt. Aber wenn ihr gleichzeitig am Band anzieht, dann formt sich das Ganze automatisch. Ihr könnt hier dann auch nochmal bei den Kanten des Spezialpapiers nachdrücken und dann einen Knoten und einmal fest zuziehen. So sieht das dann fertig aus. Und dann einfach eine Schleife und die Enden abschneiden. Die Schleife eben wieder zurechtziehen in der Größe, wie es euch gefällt. Und ja. Das Ganze wiederholt ihr einfach auf der zweiten Seite. Beult vorher hier die Seitenwände noch etwas aus. Wenn ihr es befüllen wollt gleich, dann macht das auch noch gleich. Und ja, achtet darauf, dass ihr möglichst beim selben Loch wieder anfangt, wie ihr vorher angefangen habt. So, fertig ist die Verpackung als solches. Jetzt muss sie nur noch verziert werden. Also, ich habe ja schon gesagt, ich habe mit den Stanzformen Eden gearbeitet und habe da mal in Lodengrün dieses Etikett hier ausgestanzt. Und dazu habe ich noch mit dem goldenen Spezialpapier und Farbkarton in Celadon 4 dieser Blätterstanzen ausgestanzt, die auch dabei sind. Und außerdem habe ich dieses zweitkleinste Etikett hier in Grundweiß gestanzt. Das ist aus den Stanzformen so hübsch bestickt. Genau, und zum Bestempeln habe ich mir den weihnachtlichen Spruch besinnliche Feiertage aus dem Stempelset Fröhliche Weihnachtszeit ausgesucht. Und dieser Spruch ist aber so in einem durchgeschrieben und ich will ihn aber etwas versetzt aufstempeln. Das heißt, ich nehme mir jetzt einmal das Stempelset in das Stempelkissen in Lodengrün und gebe hier nur einmal Tinte auf den Teil, wo Besinnliche draufsteht auf dem Stempel und stemple hier links oben einmal Besinnliche auf. Dann muss ich mir kurz mein Reinigungskissen holen und den Stempel einmal reinigen und dann gebe ich nur Tinte auf Feiertage. Das geht bei dem Stempel echt ganz super gut, weil die Wörter eigentlich relativ weit auseinander sind auf dem Stempel. Da ist jetzt ein Haar. Okay, meine Haare sind überall. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr eure Haare überall findet? Sogar auf den Stempeln. So, genau. Und so kann man eben den Stempel dann versetzt zueinander auf dieses Etikett drauf stempeln. Und dann muss das Ganze jetzt nur noch zusammengeklebt werden. Das heißt, ich nehme mir hier jetzt als allererstes Flüssigkleber und gebe in der Mitte des
grundweißen Etiketts hier Flüssigkleber drauf und setze das hier einmal mittig und gerade auf dieses tolle Lodengrüne Etikett. Und dann nehme ich mir meine ganzen Blätter und ich fange hier mal mit so einem goldenen an und gebe hier einfach auf den Stängel und auf das erste Blatt etwas Flüssigkleber. Ihr könnt hier auch mit Glue Dots arbeiten. Ist auch eine Möglichkeit. Und klebe das mal hinter das Etikett. Dann mache ich dasselbe mit einem Blatt in Celadon und klebe das etwas versetzt, auch hier dahinter. Dann, ups, da hat sich was dazu geschwimmelt. Dann gebe ich hier auch Flüssigkleber auf dieses Blatt in Celadon. Das kommt jetzt auf der unteren Seite zuerst drauf. Und dann noch auf das Goldene. Genau. Bevor ich das Ganze jetzt aufklebe, hole ich mir noch die Schmucksteine. Diese Tropfen, da gebe ich hier ins rechte obere Eck ein und im linken unteren Eck, da gebe ich eins her und dann davon weg noch ein zweites, so wie zwei Blätter, so in die Richtung. Und ja, dann kann ich das Ganze umdrehen und hole mir Dimensionals. Hier habe ich jetzt die großen und ich gebe hier drei jetzt auf dieses lodengrüne Stück. Ziehe die Schutzfolie ab und hole mir dann, meine Verpackung und klebe das einmal hier mittig genau über diesen Abschnitt, wo das Spezialpapier und das Designerpapier aufeinandertreffen. Ja, das war die Double-Sided Kuppelbox mit dem Produktpaket oder eigentlich der Produktreihe Garten Eden. Ich hoffe, euch hat mein Projekt gefallen und wie immer findet ihr die verwendeten Produkte und Detailmaße auf meinem Blog www.stempelpünktchen.at. Nicht vergessen, die Produkte könnt ihr erst ab Anfang November bestellen, zumindest das Set Garten Eden. Ja, und ich hoffe, ihr seid auch nächsten Dienstag wieder dabei. Ich freue mich schon. Bis dann. Tschüss.